Willkommen zurück, Leute, zu Fire Emblem Echoes. Zelika ist kurz davor, ihr Ziel zu erreichen. Es trennt sie nur noch Cheddar davor, den Turm des Duma zu betreten. Aber dem werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt widmen. Jetzt ist es erstmal Zeit hier für Alm. Es ist wieder Zeit, unseren guten alten Freund Berkut herauszufordern. Da, der wartet schon am Grenzübergang. Lassen wir nicht länger warten. Mensch, der muss echt schon lange warten, oder? Der arme Berkut. Zelika hat erstmal eine Menge gemacht. Oh, sieh mal einer an, hier sind auch noch eine Menge Leute. Na gut, dann gibt's wohl erstmal wieder ein paar Gespräche. Das ist ja recht normal. Los geht's. Well, we're finally on Imperial soil. Pretty nice dirt, if I'm being honest. And here I thought I would just waste away in little old Ram Village. That's what my pa's pa, and his pa before him did. It's a shame commoners' lives have to be so damned common. Huh? You think it'll change? You think we can change it? Well, it'd be nice if commoners had the same shot at knighthood as nobles. Heck, if we build that world, maybe the folks I've had to kill can forgive me. Or maybe not. Okay. Ja, das stimmt schon. Das ist immer so ein bisschen die Zwist hier zwischen Adel und anderen, ne? Ich glaube, unseren Kollegen Fernand werden wir in dem Zusammenhang auch wieder treffen. Warte. Oh Mann, ey. Verrückt. Aber hier ist Claire. Claire ist lustig. Mit Claire muss man einfach sprechen. Salutations, Om. I seem down. Not at all. Not at all. I simply miss my manor in Sophia. My parents. My nursemaid. The ladies in waiting and servants. I wonder what they're all doing right now. If they knew I was washing my own hands before supper, and a supper of dried fish at that, they would simply keel over in shock. Oh, but it would be fun to look fine for a change and attend a grand ball. Do you dance, Alm? Oh, I see. Well, never fear. You can learn from me. That is to say. Well, when the war is over, I was wondering if we might have a dance. Just one dance? It would mean so very much to me. Ihre Ausdrucksweise ist immer noch die beste überhaupt, ganz im Ernst. Aber darauf sollte sich Alm auf jeden Fall einlassen. Das ist doch mal ein nettes Angebot. Ganz im Ernst. Außerdem muss er auch für Zelika trainieren, was das betrifft, ne? Knochenöl haben wir noch was dabei. Ah, perfekt. Für diese Quest hier nebenbei. Wir kriegen Honig, oh. Okay, das ist neu. Cool. Also den kann man immer wieder Knochenöl vorbeibringen, aber ist auch eine schöne Belohnung. Gehen wir mal weiter. Müssen hier irgendwie durchmarschieren, oder? Kann das sein? Niemand da zum Reden. Habe ich eigentlich alles eingesammelt? Gab es hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Ich sehe mich lieber noch mal ein bisschen um. Es kann ja nicht schaden, ne? Na, es sieht nicht so aus. Moment. Warte mal, wie kommt man denn jetzt hier nochmal durch? Ich konnte auch gerade nicht nach oben gehen. Ach so, weil man von hier aus weiter muss. Okay, alles klar. Na gut. Dann kümmern wir uns drum. Los geht's, Leute. Richtung Berkut. Grenzübergang, die Schlacht. Oh ja. Die Grenze wollen sie natürlich gut verteidigen. Rigel. We're ready to march. Oh ja, das sind wir. Absolut. According to our intelligence, Rigel's forces await in the forest ahead. General Berkut is commanding them personally. Berkut? I guess they're serious about holding the border. Indeed. Yet we've no choice but to cross it. Right. Tja, sie haben es selbst schon getan, also. Zeit zurückzuschlagen, Punkt. So einfach ist das. Pech gehabt, Rigel. Müsst ihr mehr auf dem Kasten haben. You kept me waiting, Om. I was starting to wonder if you'd actually come. Berkut! That's quite the little army you've assembled. I'm almost impressed. For a ragtag group of gathered scraps, the deliverance actually looks the part. Still, it seems you've all let a few meager successes go to your heads. Who are you to dare threaten Rigel's borders? Low-born fool. Do you truly fancy yourself the next king of Sophia? You must learn your place! You've got it all wrong, Berkut. Clive, I've been at Alm's side from the outset, watching all that he has done. He's a brave warrior, and a good man, worthy of the crown.
He's made such clear to me time and again. The right of kings is not decided by blood or station. It lies in what a man believes, what keeps him up at night. It lies in a man's actions. Enough already. You would throw away your pride as a Zofian noble and bow to a commoner? I see now that the Clive I once knew is well and truly dead. Now it falls on me to bury him. Ach Gott, er macht dasselbe Problem. Interessant. We're all ready, sir. Understood. What is it, sir? Sorry, I'm ready. Warriors, it's time! Time to defeat Emperor Rudolf and bring this bloody war to an end! Now then, who will defend Zofia? We will defend her! Then charge! My lord! Follow me! These worms have no right to crawl onto our soil! Welch eine Inszenierung. Tja, hier geht der wahre Krieg sozusagen los. Zeleka darf sich vielleicht hin und wieder mal mit Dumas Getreuen herumschlagen, aber hier, das ist doch mal hier eine richtige Kriegsstimmung, meine Güte. Da seht ihr, sogar hier treiben sich wieder Arkanisten rum. Aber das bewältigen wir doch ohne Probleme. Hier oben ist Berkut und wir kriegen einen Korallenring, wenn wir ihn besiegen. Das ist aber ein nettes Utensil. Ich sehe gerade, der Angriff fast aller Leute ist eigentlich relativ lächerlich. Können wir nicht wieder einfach Fey reinstellen, so wie beim letzten Mal? Ich glaube fast schon, oder? Ja, selbst Berkut kann ja nur einen Schadenspunkt machen. Wow. Nach wie vor. Das ist ziemlich lustig. Ich glaube, das lasse ich so. Ja, doch, das ist ganz nett. Ich glaube, das passt erstmal so. Einmal noch kurz speichern und dann geht's los, Leute. Na, das klingt doch alles ganz gut soweit. So, die beiden können auf jeden Fall zusammenarbeiten hier gleich mal. Du kommst noch nicht weit genug, ne? Nee. Warte mal, der kommt in den Range rein. Ich werd verrückt, echt. Crazy. Warte, aber wir müssen noch weiterkommen eigentlich, range-technisch. Das kann eigentlich nicht sein. Das wundert mich gerade. Naja, okay, stimmt, wir haben noch die Bewegungsreichweite drin. Aber macht nichts, dann teleportieren wir kurz Python einfach mal nach oben. Ich meine, Silke darf auch erstmal Schaden nehmen, ist ja kein Thema. Wir doppeln zwar, aber besonders viel Schaden ist das leider auch nicht gerade. Und unsere Resistenz ist recht lausig. Der hat aber auch nur einen Miasma dabei. War vielleicht der Teleport doch nicht so klug, oder? Ich darf mich auf keinen Fall doppeln lassen, das geht nicht klar. Ich glaube auch nicht, dass wir einen Schleim tanken, ganz im Ernst. 21 magisch kannst du bei ihm knicken, das sind 17 Schaden. Wobei doch, Moment, 17 Schaden, echt? Das geht eigentlich sogar, witzigerweise. Es halbiert dann seine Lebenspunkte. Und der mit seinem Miasma wiederum hat hier auch nur 14 Kraft. Wird aber auch gedoppelt. Das kann man sogar tatsächlich machen. Wahnsinn. Dann stellen wir dich doch einfach mal rein. So, und hier natürlich wollen wir auch für entsprechende Offensive noch sorgen. Wir müssen halt nur sehr, sehr vorsichtig sein wegen Perkut. Wie er sich entscheidet, das ist wirklich das, was so richtig Relevanz hat.
Ach, du kannst sogar rüber Purgativ benutzen. Das ist auch in Ordnung für mich. Du tankst jetzt erstmal alles und danach kommt Nosferatu. Also verschwenden wir ja garantiert keine Lebenspunkte. Das ist schon klar. So, auf Clive passe ich natürlich sorgfältig auf. So, erstmal ein bisschen mittig verteilen vielleicht. Die können auch ein bisschen interagieren. Sehen wir doch mal. Das war klar. Mal sehen. Ah, er hat sogar verfehlt. Das ist natürlich klasse. Gut, einmal haben wir jetzt auch verfehlt, aber ist nicht so schlimm. Ja, da kommt gleich der zweite. Mit seinem Jasma etwas treffsicherer. Macht nichts. Dieser massive Schaden ist schon mal ausschlaggebend. Definitiv. Also er mit seinem Stahlbogen kümmert mich auch nicht besonders. Das ist zwar auch nicht extrem wenig Schaden, aber es passt schon so. So. Ein Schadenspunkt, noch ein Schadenspunkt von mir aus. Kümmert mich nicht wirklich. Ach, die können sich gegenseitig hochheilen, sie meine an. So, einer kommt auf Lucas zu. Der kann sich aber auch wehren. Na, und Berkut hat sich noch gar nicht bewegt. Ach stimmt, sie heilt sich auch noch selbst hier hoch. Oh Mann, ey, das macht der Draco-Schild ja auch noch. Ist das nicht crazy? Kommen wir erstmal da drauf. Ich weiß nicht, wie machen wir das? Wollen wir gleich mit Leuten nach vorne stürmen? Es gibt eigentlich viele gute Optionen, die wir theoretisch haben. Wir können natürlich auch gleich hier mal mit rüber. Aber magisch kann ich gerade leider nicht großartig angreifen. Deltia müsste ich natürlich entsprechend schützen. Was? Dieser Typ ist schneller? Das ist ja verrückt. Damit hätte ich nicht gerechnet und Aura haut ihn noch nicht mal um. Wahnsinn. Hier auf jeden Fall mal mit allem. Doppellöwe zum Beispiel ist doch super. Sind Doppellöwe eigentlich sofort, also zwei aufeinanderfolgende Schläge? Oder ist das einzeln? Das muss ich mal testen. Also ob das praktisch zusammengerechnet wird, direkt, wie bei einem Kriegerschwert oder so halt früher. Das scheint schon so zu sein, ne? Das macht die Fähigkeit nämlich um einiges besser auch. Klar, dass es sofort zwei aufeinanderfolgende sind, ist klasse. Das hätte sein können, dass ein Angriff ist, Gegner greift an und dann noch einer praktisch. Wie beim klassischen Doppeln. Aber diese Fähigkeit ist deutlich besser. Ja, okay, wir können schon zusammenarbeiten. Dann reicht wahrscheinlich sogar Feuer aus, oder? Auf 10 runter musst du nur irgendwie 11 Schaden machen, ne? Das machst du ja anscheinend auch. Ja, ohne Probleme. So viel ist definitiv drin. Na dann, strengen wir uns entsprechend an. Trotzdem, aufpassen sollte ich schon. So, einmal da drauf gehauen. Und für Notfälle haben wir noch das Zeitenrad, ne? Darf man nicht vergessen. Ganz klar. Das heißt, du bist als nächstes dran. Neben deiner Schwester hier. Leider reicht es nicht zum Doppeln, aber wer weiß. Vielleicht ist ein Crit drin, ne? Nicht? Schade. Das hätte ruhig drin sein können. Meiner Meinung nach. Müssen hier aber auch stellenweise aufpassen. Mein Cliff tankt ganz gut, aber wir sollen es nicht überstürzen. Gut, sehr gut. Das war's mit dem Typen. So, zu Deltia kommt gar keiner mehr. Cool. Problem gelöst an der Stelle. Wunderbar. Ein Python reicht, wenn wir ein Feld rüberstellen und schon ist er auch ein bisschen sicherer. So, wir konzentrieren uns eventuell aber auch erstmal auf die anderen. Ach, ich habe Mannpfeil dabei, wie cool. Dann ist auch die Sache schon mehr oder weniger gelöst im Großen und Ganzen. Hauen wir einfach einmal einen Mannpfeil drauf. Hier mit 100% sogar, krass. Warte, der ist hier einiges gefährlicher, echt? Achso, ja, natürlich, der trifft uns ja einfach. Logisch, ne? Ja, hau den Mannpfeil drauf. Das haut ja auf jeden Fall hin. Sehr gut. Ich liebe es. Es ist großartig. Schon kann er nichts machen. Wie fühlt sich das an, hä? Bestimmt wahnsinnig toll.
18 gegen 8, warte mal. Nee, das ist nicht gut genug. Verlassen wir uns mal drauf, mal sehen. Es können jetzt aber noch genug Leute rüberreiten, das ist das andere. Das Feld ist soweit eigentlich sehr zu unserem Gunsten aufgestellt, will ich meinen. So, und in Bezug auf Resistenz ist Silke auch gut genug. Da ist der Schleim nicht so schlimm, gerade dass sie auch aktuell einen Korallenring natürlich dabei hat. Gehen wir da noch rüber. Oh, das ist aber nicht besonders toll. Ja, wir sind hier auch mehr auf Defensive aus. Gut, der eine kann sich eh nicht wehren, also von daher ist das auch unerheblich. So, unsere Resistenz ist jetzt auch nicht gerade fatal. Benutz mal deine Sakrallanze hier einmal, wunderbar. Taugt doch. Ach, wir haben die gleiche Geschwindigkeit, ha? Witzig. Ja, ein Stahlschwert reicht aus. Nein, ich wollte nicht... Was mache ich schon wieder? Bin ich... Ich weiß auch nicht, wie ich das so oft schaffe. Wahnsinn. Naja, ich muss eh auf Romfire noch trainieren. Ist vielleicht nicht unbedingt verkehrt sogar. Das Ding braucht einfach unglaublich lange. Nach wie vor noch keinen einzigen Skill, oder? Verrückt. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Dass man wirklich noch gar keinen hat. Ich könnte ja natürlich auch noch angreifen. Viel zu befürchten hat man nicht. Der kann sich auch nochmal wehren und dann kann auch noch einer kommen. Ist auch nicht weiter schlimm. Das ging sowieso daneben. So, mit Mathilda rüber. Clive geht mal hier einfach hin. Und die gute Faye marschiert schnurstracks nach oben und kümmert sich hier ein bisschen um die Leute. Oh, das ging daneben. Schade. So, der geht auf Python. Soll uns nicht weiter stören. So, auf 1 unten. Wunderbar. Und den haben wir jetzt auch rausgelockt. Alles verläuft nach Plan soweit. Sogar besser. Ah, der ist eine Gefahr. Macht aber auch nichts. Oh, sehr schön. Er doppelt hier. Das ist nicht gut. Autsch. Nein, tu es nicht. Das ist nicht gut. Oh, nein. Ah. Luffy hätte ich doch nicht mehr reinstellen sollen. Ich sehe schon. Genau, hier hat Luffy angegriffen. Auch wenn wir vorhin einen Crit rausgehauen haben, da müssen wir nämlich auch vorsichtig sein, ne? Deltia kann ich so nicht unbedingt stehen lassen. Okay, wobei der Typ ist extrem langsam. Das heißt, er doppelt sie sowieso nicht, ne? Aber lausige Verteidigung 3 ist schon echt gemein. Aber es kommt da sonst keiner ran. Nee, das passt schon so. Ist in Ordnung. Das geht dann schon. Einfach nur schauen, dass niemand zu Deltea kommt. Jetzt crittet der Typ aber natürlich nicht. Und das ist jetzt wiederum ein Problem. Da geht's dann nämlich wieder los, ne? Kann doch sein, dass das noch kritischer wird, als man denkt. Ich könnte aber auch von da drüben stoppen, bevor ich jetzt hier einfach einen Nosferatu-Angriff mache, ne? Genau, das reicht ja aus. Auch wenn dann in dem Fall es wichtiger ist. Moment. Genau, sie ist ja immer noch out of range. Das haben wir ja schon klug genug gemacht, aber Cliff muss auf jeden Fall mal voll geheilt werden. Dann passt auch alles. So, jetzt können wir den Rest organisieren. Wie war es nochmal? Genau, bis dahin ging's. Also können wir dich hier hinstellen und ihn ausschalten. Und der andere macht einfach seinen Bandfall mit 100%. Also verläuft alles noch genauso wie zuvor. Keine Unterschiede diesbezüglich. Gut, vielleicht kriegt Mathilda was ab. Jetzt gehe ich auf den Schleimtyp. Ach, ist auch egal. Ist eigentlich unerheblich, wenn man es genau nimmt. Kann ich sogar mich auf den konzentrieren, wenn ich möchte. Von mir aus. Machen wir das so rum, Leute. Ist ja auch ein sicherer Move. Alles klar. Ja, der wird wahrscheinlich dann wieder auf sie gehen. Was aber nicht so schlimm ist. Wir haben ja vorhin gesehen, das war nicht so viel Schaden. Wobei, trotzdem machen wir das lieber mit euch beiden. So. Na, wer sagt's denn? Das funktioniert alles. So, du hier für den Support. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Außerdem kann er dann das Stahlschwert ein bisschen trainieren. Ich meine, Romfire braucht ja wirklich lange. Da wundert man sich wirklich. Deine Fähigkeitspunkt. Okay. Dann können wir das Ganze jetzt auch so machen. So.
Du gehst einfach nach oben, benutzt deine Erholung und gut das. Ich frage mich nur gerade, ob Luffy von dem Scharfschützen gedoppelt wird. Du kommst auf 5 gerade mal. Naja, kommt auf 8. Auf 7, Quatsch. Auf 7. Mit seinen 20 Angriff mal 2 praktisch. Naja, das tankt mir zum Glück gerade noch so. Ich markiere mir nur mal den hier. Nee, stell dich neben Deltea, ist besser. Support und so. Mal sehen, was hier passiert. Der trifft natürlich. Und wir treffen nur einmal. Da hat sich also nichts verändert. Der kommt wieder Richtung Mathilda. Und trifft nicht. Genau, jetzt wird es hier interessanter. Solange kein Crit raushaut, passt ja auch alles. Ja, das mit Luffy ist schon ein bisschen fies. Und hier kann auch nicht viel passieren. 6 Schadenspunkte, wow. Dafür haut er auch richtig schön drauf, wenn es drauf ankommt. Und auch die Ritter sind bald platt. Er geht auf Lukas. Passiert auch nicht viel. Auch wenn dieser Ritter etwas besser ist, was mir nicht gefällt. Was soll das, Lukas? Arbeite an dir. Nicht gut. So, Nosferatu-Tank. Woo! Das ist immer noch das Beste. Oh, er geht auf ihn. Mutig, mutig. Mein Force-Life ist einfach so viel besser als mein Lukas. Das ist echt witzig. Force-Life ist auch so eine halbe Killermaschine einfach. So, wer sagt's denn? Jetzt kümmern wir uns aber mal um den Rest hier, oder? Excalibur? Naja. Müssen wir uns ranhalten. Mit Feuer oder Aura? Naja, wenn Schwester und Bruder hier zusammenarbeiten. Also ich würde ganz gerne Deltea eher trainieren, dann soll die also finishen. Auf 25 runter. Wie sieht's dann aus? 25 runter? Ja, das geht. Kein Problem. Arbeiten wir zusammen, bauen unsere Supports auf. Das ist doch schön. Sag ich doch, das läuft. Na, Aura reicht nicht ganz aus, leider. Schade. Dann treff aber auch zweimal. Sehr gut. Ja, sie kann auch noch wirklich viel trainieren, wie man sehen kann. Sie hat ja ein sehr niedriges Level, wenn man ihre Werte berücksichtigt. Oh mein Gott. Okay, das war ein gutes Level-Up. Das war ein absolut zufriedenstellendes Level-Up hier, will ich meinen. Oh mein Gott. Und schon schwebt man wieder auf Wolke 7. Muss ich das hier überhaupt machen? Naja, das wäre, glaube ich, schon empfehlenswert. Die Schützen sollen sich oben um den anderen kümmern. Hau mit Doppellöwe zu. Das haut ihn aber eh nur auf 1 runter. Das geht also auch nicht so direkt. Aber Tobin kommt wahrscheinlich eh weit genug, ne? Der packt das hier. Dann muss ich mir allerdings hier oben mal ein bisschen die Leute hier markieren. Stopp, wer ist denn jetzt eigentlich noch markiert? So. Weg damit. Da stellen wir später einfach Faye in Range. Die kümmert sich schon drum. Mehr bedarf es da nicht. Eine Faye und alles ist gut. Das ist das Motto. Wobei ich sehe gerade, er steht ja noch im Wald und das bedeutet natürlich, unsere Trefferquoten sind nicht so toll, wie man auch gerade wieder am besten Beispiel hier gemerkt hat, aber macht nichts. Wir probieren das trotzdem hier mal. Das sind ja 82%. Wow. Na, wer sagt's denn? Toll. Da spielt mal wieder die Trefferquote nicht mit. Das ist ein Desaster. Aber das hier sollte locker ausreichen, ne? Mit dem Silberbogen hier. Achso, er könnte sich wehren. Quatsch. Stellt man es eins daneben. Und schon sieht die Sache noch besser aus. Und für den anderen kann ich mir auch einen Schweifschuss organisieren. Ah, klassischer Tobin. Mann, wir haben jetzt eine ganze Weile nicht mehr mit Alms Gruppe gespielt auch, ne? Wahnsinn. Aber ist auch immer noch klasse. Kann man nichts sagen. So, Schweifschuss reicht. Naja, wir sollten nicht so optimistisch sein hier, glaube ich. Von hier hinten aber mit einem Schweifschuss. Oh, Moment, das hat nicht... Oh. Jetzt habe ich wieder ein bisschen zu schnell reagiert. Egal, er kann sich nicht wehren. Das ist das andere. Das stimmt natürlich. Darf man ja auch nicht vergessen. Ausfallen werden die trotzdem. Und in Fame muss ich später erstmal ein Purgativ wieder rüber schicken, sehe ich auch gerade. Jetzt ist er auch auf 1. Ich werde wahnsinnig. Also das hätte man anders verteilen sollen. Ganz im Ernst. Nee, geht nochmal alle zurück hier. Das hier war okay. Der Rest nicht. Mit dem Rest bin ich unzufrieden. Ja, gut, vielleicht sollte ich mich eher auf das hier fokussieren, weil da drüben können auch andere Leute noch rüber.
Zur Not kannst sogar du dich um den kümmern, oder? Bist zwar nicht so gut, aber das sollte allemal reichen. Naja, mehr Trefferquote. Du kannst es mal probieren. Es war so klar, dass es nicht klappt. Ja, dass er natürlich trifft. Naja, keine gute Wahl. Naja, das lasse ich mal schön bleiben. Obwohl wir uns in RNG natürlich auch noch ein bisschen beeinflussen können, wenn wir möchten. Aber jetzt sollte sich hier erstmal ein bisschen was tun. Excalibur. Dann muss ich halt auch mit den anderen fertig werden, das ist klar. Aber das kann man natürlich mal probieren. Der Scharfschütze ist das größte Problem leider. Und leider kriegen wir ihn auch nicht direkt klein, den man sehen kann. Aber mal sehen, ich meine, die können sich ja nicht besonders weit bewegen, ne? Ich denke, das könnte schon ausreichen, dass die anderen wieder sicher sind. Wenn das das tut, dann ist ja auch alles okay. Leider nicht ganz, nee. Gerade so nicht, also müssen wir uns um den hier speziell kümmern. Bisschen schade. Da kommen wir nicht so leicht bei. Leider. Und das hier ist auch viel zu wenig. Das klappt so nicht. Der Silberbogen, nee, durch die Defensive kommen wir nicht durch. 17 Defensive. Moment, wir sind aber auf 18. Und mit dem Silberbogen kommen wir doch auf deutlich mehr sogar. Interessant. Wobei, ich kann einen Purgativ rüberschicken, das reicht doch auch. So schnell sind die Dinger ja nicht hier. 6 Geschwindigkeit, mit Feuer sind wir selbst auf genug Geschwindigkeit. 21. Oh mein Gott, das überlebt sie gerade so, weil er angreift. Er ist das Problem. Er lässt sich halt einfach eiskalt sogar von so einem doppeln. Das ist schon ganz schön bitter. Und dann kommen da 13 mal 2 durch. Aber es reicht, wenn wir zusammenarbeiten hier an der Stelle. Einen Hit tankt sogar noch Silke. Aber halt nur einen. Mehr ist auch nicht drin. Ja, das macht die Situation hier etwas kritischer, als ich dachte. Da muss jetzt einiges ganz gut funktionieren. Ansonsten sollten wir nochmal ein gutes Stück zurücksetzen. Wenn das allein schon nicht klappt, dann wird es schon richtig eng, oder? Okay, wobei, das ist nicht so ausschlaggebend, das sehe ich gerade jetzt nochmal. Aber der darf wiederum Python nicht erreichen. Und wir machen ja hier zu wenig Schaden. Aber Schleim braucht 2 KP, stopp. Naja, so toll ist das trotzdem nicht. Ich meine, ich kann das schon probieren. Dann braucht man viel Glück. Wow. Okay, das war jetzt wirklich lucky. Das war viel besser als erwartet. Gut, dann kann der sich schon mal nicht wehren. Hier müssen wir mit Panzerfiasko das nochmal probieren. Also wenn das funktioniert, habe ich wirklich viel Glück nochmal. Ne, das klappt natürlich wiederum nicht, aber er hat auch verfehlt. Er deckt auch keinen besonders großen Range ab, das ist das andere. Das ist also okay, das können wir auch einfach mal so lassen. Kein Ding. Hier wiederum sieht es etwas kritischer aus. Gerade da vor Seif halt auch nicht so viel verträgt mehr. Wir müssen auch irgendwie den hier beseitigen, bevor sich hier irgendwas tut. Und da haben wir auch wieder eine sehr geringe Trefferchance überhaupt. Oh Mann, ey. Ja, es war ganz nett einmal zu treffen, aber ich brauche eigentlich noch viel mehr als das. Ich bräuchte halt wirklich mal wieder einen Crit oder so. Und das ist wirklich kritisch hier an der Stelle, auch so oder so. Ja gut, die anderen erreichen wiederum sie nicht. Hm. Er ist jetzt ganz schön angeschwächt. Vielleicht will er Richtung Vorräte marschieren. Die Option hat man ja auch immer. Fakt ist auf jeden Fall, der Purgativ muss nach da drüben geschickt werden. Ja, das ist klar. Also da kommen wir so oder so nicht drum rum. Na, komme ich gar nicht weit genug? Oh. Jetzt muss ich anscheinend nochmal nach drüben rennen. Nee, ich wäre schon weit genug gekommen, oder? Moment, wir sollten schon so schauen, dass wir möglichst noch an die Front kommen zumindest. Ja. Oh, es geht nur auf 24 hoch mit einem Purgativ. Das geht natürlich auch nicht. Das ist echt zu wenig. Da darf er sich dann nur einmal treffen lassen wiederum. Nee, ich glaube, das lässt sich besser planen da drüben. Da haben wir ein bisschen Mist gebaut gerade.
Okay, ich kann natürlich auch eine Rettung organisieren, aber das ist wiederum auch zu kritisch. Das kann ich eigentlich nicht wirklich einfädeln. Der hat 7 Geschwindigkeit. Wir haben 5. Toll. Plus das Buchgewicht, nicht vergessen, also Zaubergewicht halt. Naja, gut, so muss er halt einen Hit irgendwie. Das ist trotzdem noch am sichersten, aber ich glaube, ich organisiere das nochmal um. Das ist trotzdem Quatsch von der Planung. Und ihn muss ich eigentlich einfach nur rausschaffen. Naja, und auch das ist leider sehr kritisch. Naja, die kommen auch noch beide an Silk ran. Wobei, das ist nicht unbedingt so... Oh. Doch, der hatte 23, der andere. Ja, nee. Das war mir schon klar, dass die rechte Planung völlig für den Tonne ist eigentlich. Also, als wir ihn hier bewegt haben, das war ein Fehler. Mehr oder weniger. Und hier sollten wir auch darauf achten, dass wir uns mehr darauf fokussieren, hier alle platt zu machen. Und vielleicht eher, wenn dann vor Seif sogar heilen, ne? Ich glaube, das ist etwas klüger. Herr Cliff würde zwar einiges tanken. Aber ich glaube, es ist wirklich am cleversten. Wir kümmern uns erstmal so um die hier. Mal ein bisschen weg von den Arkanisten. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Das war zwar ordentlicher Schaden, aber auch nicht unbedingt das, was ich wollte. Weil mit der passenden Organisation hier kann man wahrscheinlich sogar erstmal den ganzen rechten Bereich sogar entschärfen, ja. Und sowas natürlich spielt da wunderbar mit rein, um das Ganze noch besser hinzubekommen. So schaffen wir es wahrscheinlich auch so. Genau, Lukas kann mit dem hier platt. Ja, doch, doch, doch. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht jetzt wirklich auch gut aus. Sehr, sehr schön. Na also, geht doch. Wer sagt's denn, ha? Huh? So, dann kann er sich sogar wirklich auch mal darum kümmern hier. Das sollte er auch gut hinbekommen. Excalibur ist treffsicherer, 95%. Da kann wenig in die Hose gehen. So. Ja, das ist doch schon deutlich besser. Weil dann ist wenigstens hier drüben mal alles entschärft. 16. Ah ja, das ist wirklich ein Hit, der schon reicht. Perfekt. Sehr gut. So, ich glaube, das hammermäßige Level-Up kriegst du ja trotzdem noch. Die werden ja nicht zurückgesetzt durch Milas Zeitenrad. Ja. Da bin ich froh drüber, denn das will ich natürlich haben. Das ist klar. Ja, dann haben wir jetzt ja nicht mehr so viel zu befürchten. Das sieht doch alles super aus. So, eins weiter. Das hier steht natürlich nochmal... Oh Mann, ey, auf einer ganz anderen Seite hier, aber mal sehen. Ja. Ein Treffer, okay. Das mehr kann man hier aber auch wirklich nicht erwarten, Punkt. Eigentlich überhaupt von 2 Treffern auszugehen, ist hier schon zu viel des Guten fast, wenn man es genau nimmt. Ich probiere es so nochmal. Leider ist uns da das Glück wohl nicht wohlgesonnen. Aber der müsste eigentlich schon noch irgendwie weggeräumt werden. Das könnte jetzt vielleicht sogar sie schaffen. Ist auch ein bisschen Gambling, aber ich probiere es mal. Ja, wobei, nee, einer musste nur treffen, weil danach war er eh schon kampfunfähig. Dann würde er durch seinen eigenen Zauber sterben, sozusagen. Von daher hat das schon gepasst. Ja, jetzt ist die Planung viel besser. Der wird sich wahrscheinlich zurückziehen. Schätze ich mal, das ist so sein Ziel. Und ich bräuchte hier eigentlich nur einen Bandpfeil. Das wäre ideal, dann können wir uns nämlich bei den anderen drüben drauf fokussieren. Aber 60% sind halt wieder nichts Sicheres. Wir müssen sehen, was wir draus machen können. Oh. Okay. Gut. Es ist halt mal wieder Tobin. Das hat er wirklich raus, Wahnsinn. Er überrascht mich immer wieder. Wie schafft er das nur? Wir machen auch relativ moderaten Schaden. 8 Punkte sind jetzt nicht unbedingt schlecht. Mit ihr würde ich ganz gerne, wenn dann eher finishen. Da wir immer noch das Schützenproblem haben. Wie viel kriegen wir denn jetzt konkret abgezogen? 16 Punkte maximal. Also 16 Punkte. Wow. Danke dafür. 16. Lande ich wirklich? Ich lande überall auf 16 Punkte. Das gibt's doch nicht. Das ist mal wieder was, ne?
Als hätte er es der Gegner ausgerechnet. Schockierend. Aber wir haben immer noch unser Nosferatu, das heißt, wir können hier schon ganz gut die Situation etwas entschärfen. Das reicht natürlich auch nicht ganz aus. Der Clive nicht so verdammt langsam. Ich probiere das jetzt mal so. Aber schön ist das trotzdem nicht. Oh Mann, ey, das ist eigentlich echt zu viel schon wieder. Ja, ja, ist gut, aber... meine Nerven! Wobei die Frage ist wieder, wie weit kommen die? Wenn ich danach sie schütze, ist es auch okay. Ich muss sie halt dann schützen können entsprechend. Da muss dann eben einer mit hin. Aber ich kann sie eigentlich... das wäre jetzt auch wieder dumm. Trotzdem. Und auf Crits will ich mich auch nicht verlassen. Die Situation da drüben ist auch nicht so toll. Ich kann es nochmal probieren. Nee. Absoluter Quatsch leider. Dann wird es immer noch das Beste sein. Wir machen hier eine vernünftige Rückzugsaktion, so wie ich das einschätze. Ja, ich gebe einfach mal vor Seif entsprechende Deckung von den Seiten. So dass diese Leute ihn eben nicht erreichen. Dann sollte es auch einigermaßen klappen. Und schauen, dass ich mit ihr zumindest gerade so in diesem Range drin stehe. Der hier wird sich eh zurückziehen, das ist klar. Weil dann wird er natürlich bevorzugt auf sie losstürmen. Dann sollte ich das allerdings auch so machen, dass er vielleicht aus dem nicht unbedingt im Wald angreift. Das heißt, ich werde mich einfach mal hier hinstellen. So, mal sehen. Genau, das ist auf jeden Fall schon mal der Plan. Denn wir wissen ja, die gehen bevorzugt auf Flugeinheiten. Und jetzt sollte eigentlich jeder gut genug geschützt sein. Sie gehen sogar auf Fae. Dementsprechend habe ich nichts zu befürchten. Da kann nichts passieren. Außer Fae trifft irgendwie über 20 Mal nicht mit Nosferatu. Dann kann was passieren. Das ist ein bisschen unwahrscheinlich. Na, seht ihr. Alles gut in den Griff bekommen. Das war die bessere Strategie. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir den auch ein bisschen aus der Reserve gelockt. Endlich nicht mehr diese utopische Ausweichrate. Viel besser, Leute. So muss das sein. Geh ruhig da mal hin. Wir können uns notfalls später auch noch Unterstützung holen, natürlich, mit Rettung. Ah, das ist auch wieder doof. Was war das denn, ha? Huh? Auf 1 kann ich ihn runterhauen. Interessant. Dann würde ich fast sogar auf einen Tobin-Support hier setzen drüben. Komme ich hier echt nicht weit genug? Doch, nee. Das würde dann aber wiederum nur Tobin schaffen. Wobei, ich kann dich rüberporten. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Das können wir auf jeden Fall probieren. Ich sehe gerade, sie kommt auch rüber. Die macht aber zu wenig Schaden. Aber hier ist wahrscheinlich ein ganz guter Support. Wow. Alter Schwede, wir müssen was mit deinem Angriffswert tun. Das geht nicht. Das geht absolut nicht klar. Das ist ja echt richtig jämmerlich wenig. Wir können schon ganz gut was bewirken. Ach nee, Quatsch, ich kann ja eh hier nochmal angreifen. Ja, das habe ich ja vorhin gemeint. Auf 5 runterboxen. Aber dann machst du einfach zu wenig, ja. Also nur 2 Schadenspunkte jeweils ist halt nicht das, was ich sehen möchte. Trotzdem, Tobin kann es hier nochmal probieren. Und müsste nur einmal treffen, wenn ich das richtig sehe, ne? Auch ungefähr 50-50s. Jawohl, sehr gut. Ja, auf ihn ist Verlass. Ich sag's ja immer wieder. Und mit dem Silberbogen wiederum ist das Ganze auch nicht mehr so aussichtslos. Dann tausche ich mal ganz kurz. Wir machen einen Tausch. Yep. Ja, so kriegt man das hin. Seht ihr? Einfach mal rüber getauscht. Und schon klappt auch das. Muss man nur dran denken, ne? Das ist das Schöne, wenn man 2 unterschiedliche Bögen hat hier. Das entschärft jetzt die Situation hier natürlich auch gewaltig. Endlich mal. Jetzt könnte ich mit Gray hier angreifen. Dann könnte Forsythe finishen. Das ist wahrscheinlich auch in Ordnung so. Das mache ich mal. Und ich glaube, Clive kann zusammen mit Claire auch ganz gut hier den Schützen gar erledigen. Genau, und Forsythe wird auch nicht von einem Typen umgehauen. Er hat jetzt die Regeneration mit seiner Sakrallanze unten ganz gut nutzen können. Durch den Schutz der anderen überhaupt nichts mehr kassiert. Und damit ist er jetzt doch wieder ganz gut mit dabei.
Er lässt sich gut runterboxen, wenn er getroffen wird. Ich fürchte nur, sie können wir nicht richtig schützen, oder? Das ist das Problem. Dann kann ich eigentlich nur wirklich diesen Schutz nochmal rauslocken. Mehr ist dann nicht wirklich drinnen. Weil die 23 hier, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Das sind wieder diese, ja, auf 16 praktisch. Und hier bleiben auch nur noch 13 übrig. Wie ärgerlich. Und so schnell kommen wir auch hier nicht rüber. Sie hat ja leider keinen Pokertief, was mich immer noch total nervt. Das ist wirklich nicht schön. Aber Leute, vielleicht machen wir den Rest dann auch beim nächsten Part, so wie das aussieht. Denn das ist schon wieder verdammt lang, länger als gedacht eigentlich sogar. Jetzt kommen etwas toughere Kapitel allmählich, sagt mir aber auch zu, muss ich sagen. Gut, hier kann nicht viel passieren, theoretisch. Aber bei der Verteidigung 14 sagen wir nach wie vor auch nicht besonders zu. Wobei der sich sicherlich auf Claire fokussiert. Da können wir eigentlich wirklich ganz sicher sein. Deswegen machen wir das mal so. Ich will mal wissen, was passiert als nächstes. Sie lässt sich auch nicht gleich umboxen, oder? Verteidigung 3. 20 kommen. Ja, 17 Schaden. Wir sind jetzt eh erstmal unten auf 19. Der Heal ist echt wichtig, aber. Ja gut, sie kann ich auch noch dazu bestellen. Das geht natürlich auch. Eine gewisse Ablenkung einfach nur. Ja, ich stell dich einfach mal so hin, so. Ja, er geht auf Silke. Das ist natürlich auch möglich. Gut. Na, dann kann ja wenig passieren. Sehr gut, Leute. Wie Berkut oben einfach steht und nichts macht. Das ist eh das Witzigste. Aber jetzt ist alles vorbereitet soweit. Doch, Leute, ich räume jetzt nur noch die hier weg, glaube ich. Dann kann uns eigentlich nicht mehr viel passieren. Zudem ich jetzt auch nochmal die Möglichkeit habe, einen Purgativ zu benutzen hier. Also ist auch das Problem gelöst. Jawohl. Genau. Weil so hätte ich sie jetzt notfalls nochmal hochhealen können ohne Probleme. Dann wäre Faye nochmal einsatzfähig geworden. Natürlich stellen wir vor Seif mal hin. Der macht das schon. Ja, der ist im Ritter gegen Ritter-Duell wenigstens wirklich gut, ne? Lukas ist das nicht, leider. Aber erstmal ein bisschen anschwächen, oder? Mit einem Silberbogen, das geht natürlich genauso. Ich glaube, ich werde meine Schützen auch gleich mal nach oben stellen. Vielleicht sollte ich das dann doch erstmal anders lösen, ne? Wie sieht das zum Beispiel aus? Kann man auch probieren, wir doppeln, ja? Na also. Genau, weil wenn unsere lieben Schützen da oben stehen, ist das nämlich auch ganz lustig, wie man sehen kann. Die kommen hier auch so schnell nicht bei, unsere Gegner. Das dürfte ziemlich frustrierend werden. Ja, okay, sie stehen leider im Wald, wobei er steht nicht im Wald. Okay, Fernand, ich greife dich jetzt an. Ja, ja, red nur. Schwing deine Reden, Typ. Wer hat hier die Bogenschützen an der taktischen Position, ha? Tja, das wäre dann wohl ich. 100% haut er raus. Na gut, eine Doppelung brauche ich gar nicht erst zu probieren. Aber wir werden jetzt natürlich auch erstmal wieder traden. Und so können wir beide immer Gebrauch vom Silberbogen machen und wunderbar viel Schaden austeilen. Oh. Schade, nicht getroffen. Das wäre natürlich auch ganz nett gewesen. Aber Leute, nee, wir finishen Berkut beim nächsten Mal. Das dürfte noch schnell erledigt sein. Maximal 10 Minuten, würde ich sagen. Und alles passt. Doch eine relativ lange Schlacht. Gab doch einige kritische Stellen, was ich nicht so gedacht hätte, aber okay. Wie auch immer, auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Echoes.